Hallo und willkommen, meine Freunde, zu einer kleinen Steam-Perle auf meinem Kanal. Ich möchte mit euch das schöne Spiel Animal Shelter spielen. Animal Shelter ist eine Art Tierheim. Wir müssen Tiere aufpäppeln, wir müssen Tiere behandeln. Wir müssen schauen, dass die Tiere vernünftige neue Besitzer bekommen. Und ja, es ist sozusagen ein Tierheim-Simulator und wir würden für jedes Tier Reputation aufbauen. Wir würden für jedes Tier, was wir vermittelt haben, wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön ernten von den Besitzern, dass wir diesen Tieren, die ihr hier seht, ein neues Zuhause gibt. Das Spiel ist ganz neu erschienen auf Steam und ja, ich habe mir einfach mal gedacht, komm, warum nicht? Zeige ich euch mal das kleine Spielchen hier. Wie gesagt, es kostet jetzt nicht so die Welt. Und ich finde, es ist eine sehr, sehr tolle Idee, eine sehr, sehr erfrischende Spielidee. Und ich möchte auch gar nicht lange rumherumreden, sondern ganz einfach mit euch Animal Shelter spielen und mal sehen, wie wir uns so als Manager in einem Tierheim schlagen. Uns sollte das Tierwohl am Herzen liegen und wir brauchen auf jeden Fall bessere und neue Zuhause für unsere Tiere, nicht, dass sie schon wieder ausgesetzt werden und so weiter und so fort. Deswegen werden wir sagen, wir machen ein neues Spiel. Und wie nennen wir unser Tierheim? Ich würde sagen, das heißt Avataria. Avataria. Wie nennen wir es denn? Avataria Hart? Nee, weiß ich nicht. Avataria Live nennen wir es, ne? Also Leben. Und ja, dieser Name ist hier Programm. Ihr werdet sehen, es gibt hier auch eine Rankingliste. Mal sehen, wie hoch wir kommen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach ins Spiel. Hallo, gib den Namen deines Tierheims ein. Haben wir gemacht. Avataria Live. Wen retten wir heute? Wähle ein Tier, mit dem du dein Abenteuer beginnen kannst. Nehmen wir Hund oder Katze? Ich würde sagen, wir fangen mit dem Hund an. Und ja, mal schauen, was uns so erwartet. Ich bin gespannt. Willkommen in deinem persönlichen Tierheim. Hey, mein Freund, du bist hier, um dein eigenes Tierheim zu betreiben. Kümmere dich um deine Tiere. Finde ein neues Zuhause für sie, verbessere deine Sachen, erweitere dein Tierheim und vieles mehr. Sieh dir an, was hier auf dich wartet. Okay, haben wir. Also, das Spiel ist auf Deutsch. Verwende WSAD und um sich dem Computer zu nähern, klicke mit der linken Maustaste, um den Computer zu verwenden und wähle dann die Option Haustiere aufnehmen. Okay. Also das ist hier unser Tierheim. Wir können das später vergrößern. So habe ich es zumindest verstanden. Die Grafik ist eigentlich nett und ordentlich, kann sich sehen lassen. Schauen wir mal. Also wir sollen jetzt zuerst hier reingehen. Office Shelter Avataria Live. Da steht es. Unser eigenes Tierheim. Und dann schauen wir mal. Dann gehen wir mal hier rein. Das ist sozusagen unser Büro. Gehen an den Computer. Nutze den Computer, um viele der wichtigsten Dinge in dem Tierheim zu überprüfen und zu erledigen. Tiere aufzunehmen, ein neues Zuhause für sie zu suchen, im Geschäft nach Artikeln suchen und natürlich deine Statistik kontrollieren. Alles an einem Ort. E-Mails. Hier kannst du deine E-Mails überprüfen, neue empfangen und eingegangene lesen. Oder gelesen, gele, die meinten wohl wahrscheinlich lesen. Du kannst sogar auf einige von ihnen antworten. Shop Lebensmittel, Medizin, Dekoration. Hier kannst du alles kaufen. Der Shop wurde in verschiedenen Kategorien eingeteilt, um das Einkaufen zu erleichtern. Baumodus. Mach ein Upgrade in deinem Tierheim. Kaufe neue Gebäude, Möbel und stelle so viel wie möglich um. Also wir können hier immer unser Tierheim später vergrößern. Tiere im Heim. Hier findest du eine Liste aller Tiere, die sich derzeit in deinem Heim befinden. Okay. Tiere zur Adoption. Hier findest du eine Liste von Tieren,
die nicht in deinem Tierheim leben, aber aufgenommen werden können. Galerie. Deine Fotogalerie für die gescannten und die mit der Kamera ohne Druckoption aufgenommene Fotos. Du kannst sie von hier aus drucken und später an die Wand hängen. Okay. Statistiken. Alle Statistiken des Tierheims an einem Ort. Sauberkeit im Tierheim, derzeitige bestellte Gebäude, Finanz und Ruhe. Ignoriere diese Rubrik nicht. Sie wird in Zukunft eine große Rolle spielen. Okay, Nachrichten. Wenn du irgendeine Benachrichtigung verpasst hast, keine Sorge. Sie sind alle hier. Statuswarnungen des Tieres wie Durst, Hunger oder mangelnde Hygiene, Paketstatus, Ankunft und Lieferzeit und vieles mehr. Benachrichtigungen informieren dich über alle wichtigen Ereignisse. Enzyklopädie, oh, komisches Wort wieder, ne? Also die meinen ja hier Wikipedia sozusagen. Hier findest du alles, was du über das Spiel wissen musst. Okay, also dann haben wir das jetzt soweit durch. Und was soll ich jetzt machen? Was sagt meine Aufnahme? WSAD, um dich zum Computer. Nimm ein neues Tier im Tierheim auf. Okay, also wir sollen ein neues Tier aufnehmen. Hier Tiere in meinem Tierheim nicht. Hier Tiere zur Vermittlung. Madison, Hund. Wie süß. Madison sieht nicht aus wie ein heimatloses Tier. Er scheint, als hätte er sich nur verlaufen. Madison sollte ins Tierheim gebracht werden, falls seine Besitzer anrufen. Okay. Wir nehmen dieses Tier mal auf. Jetzt können wir den Namen noch geben, aber ich glaube mal, wir lassen den Namen. Wenn ein Hund Madison die ganze Zeit hieß, dann soll er auch Madison heißen. Ne? So, wir haben einen Haken da drin. Warte, bis das Auto mit dem Haustier ankommt. Jetzt gehen wir mal wieder raus. Und da seht ihr, da ist das Auto schon da. Wir nehmen den Hund raus und zack. Jedes Tier sollte einen eigenen Käfig haben. Nur ein Tier ist pro Käfig erlaubt. Setzen wir eins um, damit sich etwas ausruhen kann. Okay, verstehe. So, dann gehen wir mal hier rein. Auslauf. Der Auslauf ist ein Ort, an dem du deine Tiere frei laufen lassen kannst, mit ihnen spazieren gehen oder Zeit verbringen kannst. Hunde und Katze haben getrennte Ausläufe. Das ist ja logisch. So, dann setzen wir den mal hier rein. Zwinger. Käfigzwinger getränkt für Hund und Katze. Du kannst sie verwenden, um die Tiere nach ihrer Ankunft im Tierheim oder nach Behandlung ein wenig Ruhe zu gönnen. Es ist ihr persönlicher Raum in dem Tierheim. Jeder Käfig hat seine eigene Tafel mit Informationen der Tiere. Okay. So, setzen wir den mal hier ab. Wie alle anderen Lebewesen müssen Katzen und Hunde essen und trinken. Verwende den Computer, um Nahrung und Wasser für sie zu kaufen. Okay, dann machen wir das mal. So, jetzt sehen wir schon hier. Also, der ist noch nicht. Also, der kann noch nicht adaptiert werden, weil der noch nicht 100% hat. Der möchte gestreichelt werden. Der hat jede Menge Hunger und Durst und das sollten wir ändern. Und die Hunde haben Eigenschaften. Jetzt sollen wir aber als allererstes verwende den Computer, um Essen und Trinken zu kaufen. Dann machen wir das mal. So, dann gehen wir mal hier schön rein. Gehen auf unserem Shop und dann kaufen wir hier einmal Hundefutter und einmal einen Wasserkanister und bestellen das Ganze. So, das kommt ganz modisch mit einer Drohne. Das habe ich schon gesehen. Da kommt sie schon. Zack, da ist die Drohne und bringt uns unser Paket. Wir sind ja ein modernes Unternehmen, was natürlich auf Nachhaltigkeit setzt. Nimm alles. So, sehr gut, haben wir. So, dann geben wir erstmal unserem Hund jetzt was zu trinken und zu essen, ne? Würde ich sagen. Madison. Muss dir doch was zu essen und zu trinken. So, dann hätten wir das auch mal erledigt.
Die Bedürfnisse des Tieres müssen systematisch erfüllt werden. Ja, haben wir ja. So. Ihr seht's, trinken hat er genug. Jetzt fängt er an zu essen. So, streichel den Hund mit der linken Maustaste. Ah, du bist ja ein schöner Feini, ne? Ein schöner Feini bist du, naja, hier an den Ohren, da machst du das gerne, ne? So, wir können jetzt mal Q drücken und dann sehen wir, wie sich der Balken füllt. Ja, mein kleiner, ne? Kleiner Wuschel bist du. Da, jetzt kriegen wir wieder Punkte dazu. Ja. So, und jetzt sollen wir mit ihm spielen. Bedürfnisse der Tiere: Hunger, Durst, vor allem Blase, Spiel, Hygiene und Gesundheit. Achte genau auf die Bedürfnisse, da sie alle Einfluss auf ihre Eignungen haben. Je höher die Adoptionseignung der Haustiere, desto eher finden sie ein neues Zuhause. Okay, dann nehmen wir den mal mit. Setzen den mal hier draußen ab. Nehmen den Ball. Spielen mit den Tieren. Du willst mit deinem Tier spielen? Drücke die rechte Maus auf den Ball für einen Hund oder einen Laser für Katze aufzunehmen. Wähle ein Tier. Klicke, okay, das wissen wir ja alles soweit. So, dann können wir mit dem jetzt schmeißen. Ja, hast du fein gemacht, hast du fein gemacht. Ja, hast du fein gemacht. Herzlichen Glückwunsch, dein Hund ist nun zur Adoption bereit. Bevor du fortfährst, musst du eine Anzeige erstellen. Du musst mit einer Kamera ein Foto von deinem Hund machen. Okay, wir haben aber noch keine Kamera, deswegen werden wir wahrscheinlich eine kaufen müssen. So, dann nehmen wir unseren kleinen Feini wieder mit, ne? Ja. So, dann setzen wir den mal hier ab. Der hat ja genug. Dann geben wir dem noch was zu trinken. Ah, du musst jetzt natürlich immer da laufen, wo ich gerade die Sachen nachfülle. So, der hat genug zu essen und zu trinken. Dann gehen wir jetzt mal eben schnell eine Kamera kaufen. Das können wir mal schnell noch mitnehmen. Dann schmeißen wir das hier in den Mülleimer. Ach, ich soll erst die Mission zu Ende führen. Werden wir die jetzt noch schnell zu Ende machen, die Mission. Wir kaufen eine Kamera. Sonstiges, Kamera. Zack. Kaufen eine. Sonst geht das Geld natürlich aus. Bestellung abschließen, bestellen. So. Gehen wir mal raus. Dann sollten wir auch die Drohne sehen. Da kommt sie. Zack. Nimm alles. Dann haben wir jetzt hier die Kamera. Dann wollen wir ja schöne Bilder machen, ne? Nehmen wir unseren kleinen Feini mal mit raus hier. Zack, haben wir ein Foto gemacht. Sehr schön. Passt doch. So. Dann können wir den ja hier draußen laufen lassen. Hat er ein bisschen Auslauf, ne? Ja, bell mal nicht so rum. Dann gehen wir zurück in unser Büro. Wir nehmen das Bild. Scannen das. So, und dann können wir den zur Adoption freigeben. Ne? Tiere im Tierheim ist jetzt hier. So, dann können wir jetzt hier finde ein neues Zuhause. Also das sind eben seine Eigenschaften. Das ist ein Dummy und ein Schnellesser. Ja. Finde ein neues Zuhause. Bild hochladen. Oh, das ist ein schönes Bild. Können schönere machen demnächst. Und finde ein neues Zuhause. Okay.
So, da ist denn der Erste, der was möchte. Und jetzt gilt es natürlich zu sehen, womit haben wir übereintreffen. Also passt die Person zu dem Hund halt, ne? Weitere Informationen. Hallo, ich bin Christoph Krüger. Ihre Anzeige zum Hund Madison, der ein neues Zuhause sucht, erregte meine Aufmerksamkeit. Ich bin an einer Adoption interessiert. Ich hoffe, wir werden zueinander passen. Ich hoffe sehr, Sie finden eines, das mir zu mir passt. Er hat jetzt noch verdeckte Eigenschaften, deswegen schicken wir da jetzt mal einen Mitarbeiter hin, der sich mal bei dem zu Hause umschaut. Das kostet uns zwar 25, aber wir gehen das Risiko nicht ein, dass wir jetzt der falschen Person dem falsch oder das falsche Tier der falschen Person zuweisen, ja? So, also, Kinder im Haus sollte kein Problem sein. Eine kleine Wohnung ist für kein Haustier, kleines Haus. Warte mal, Dummi. Ein wahrer Schem im Schnellessen. Hund im Haus. In diesem Haus wird das Tier Hunde als Freunde haben. Das ist schon mal gut. Keine Katze im Haus. Das ist auch schon mal gut. Achtung, Kinder im Haus. Hier sollte es auf Eigenschaften des Tieres geachtet werden. Ja, eigentlich okay soweit, ne? Ich würde sagen, wir testen es einfach mal und geben den Hund, ne? So, der kommt den jetzt gleich abholen. Dann komm du mal. Ja, wir sind unterwegs. Und schaut mal jetzt, wie süß das ist. Wie der jetzt noch gleich die Tatze hebt. Traurig, ne? Tschö. Ja, also wir haben erfolgreich vermittelt. Wir bekommen Punkte dafür. Und unser Ansehen ist gestiegen, ne? So, dann werden wir jetzt mal hier den ganzen Müll jetzt wegräumen. Und dann sind wir auch durch mit unserer ersten Folge. Wirf den Karton weg. Hier den Karton nehmen. Zack, wegwerfen. Übergibt das Tier an der neuen Familie. Also wir sollen jetzt zwei neue Tiere aufnehmen, ist die nächste Aufgabe, aber das machen wir in den nächsten Folgen, denn diese Folge ist zu Ende. Ich danke auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt bei Animal Shelter. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.